einer Lou aus Flübingen, hier aus der Moll-Möbelmanufaktur. Heute möchte ich dir unsere zwei Zauberwürfel vorstellen. Einmal der Cubic Max und einmal unser Cubic, die beide passend sind für den Moll-Champion. Wie bei dem passenden Tisch, dem Champion, kannst du auch beim Cubic die Farbstreifen austauschen, so dass du ihn nach den Wünschen deines Kindes immer anpassen kannst. Das heißt, du öffnest hier hinten die zwei Schrauben, ziehst den Griff raus und hast dahinter dann die jeweiligen Farbstreifen versteckt. Das gleiche hast du auch beim Cubic Max, das ist genauso möglich. Zudem ist es beim Cubic Max so, dass du hier vier Schubladen hast, hier beim normalen Cubic arbeiten wir mit drei Schubladen. Die obere Schublade beim Cubic und beim Cubic Max ist jeweils der Fächerauszug. Und hier befindet sich eine kleine Besonderheit, und zwar unser Geheimfach. Das holst du raus, indem du dagegen drückst. Und hier kann dann dein Kind Geldgeschenke oder Süßigkeiten schön vor dem Brüderchen oder Schwesterchen verstecken. Bei den unteren zwei bzw. unteren drei Schubladen hast du eine Fächeranteilung mit integriert. Hier kannst du dann zwischen A4-Format oder, indem du den Fächer rausnimmst, zwischen A3-Format wählen und hast so viel Platz. Zur Sicherheit deines Kindes haben wir bei unseren beiden Containern, beim Cubic Max und beim Cubic, einen Softeinzug mit integriert. Heißt, Fingereinklemmen ist passé. Ich will es mal hier kurz demonstrieren, indem ich zuziehe, und man merkt auch schon, durch den Softeinzug verändert das das Einklemmen der Finger. Zusätzlich haben wir uns auch Gedanken gemacht beim Schlüssel. Das heißt, die obere Schublade kann ich absperren oder abschließen. Sollte ich hier dagegen kommen, mit dem Bein oder wie auch immer, dann knickt auch der Schlüssel ab, und auch so ist quasi Sicherheit gewährleistet. Das Tolle hierbei, der Schlüssel knickt nach oben und nach unten ab. Da in unserem Geheimfach eventuell ein paar wertvolle Sachen versteckt sind, ist nur die obere Schublade abschließbar mit dem Schlüssel. Das heißt, ich schließe jetzt oben ab, abgeschlossen. Unten kann ich nach wie vor an meine Bücher und Unterlagen rankommen. Die Rollen vom Cubic und vom Cubic Max sind gummibeschichtet und somit für jeden Boden geeignet. Beim Cubic ist die Besonderheit, dass ich eine zusätzliche Sitzgelegenheit habe durch das Sitzpolster, das ich mir dazu bestellen kann. Das Tolle ist, wie beim Maximo auch oder beim Scooter, kann ich die Sitzpolster auch jederzeit verändern und die neuen Farbwünsche meines Kindes anpassen. Hier siehst du ein paar Beispiele. Eine schöne Besonderheit bei unserem Sitzkissen ist, dass wir zwei Anti-Rutschstreifen integriert haben. So wackelt nichts auf dem Cubic und es sitzt alles fest. Auf dem Cubic Max kannst du zwar nicht sitzen, dafür ist es ein echtes Platzwunder. Zum einen kannst du einen Boden entfernen und hast nun die Möglichkeit, durch die Zweiteilung so zu arbeiten, dass du hinten ein Buch hast und vorne passt tatsächlich komplett der Ordner genau richtig rein. So kannst du deine Ordner anordnen. Natürlich kannst du auch den hinteren Boden ebenfalls entfernen und hast somit einfach noch mehr Stauraum für deine Ordner. Wie bei dem Champion auch, achten wir beim Cubic ebenfalls stark aufs Design und natürlich auf die Sicherheit der Kinder. Von daher sind die Kanten, wie du siehst, komplett abgerundet beim Cubic Max und auch beim normalen Cubic. Moll üblich ist der Cubic Max und auch der Cubic GS geprüft und auch Blaue Engel zertifiziert. Und du bekommst 5 Jahre Garantie. Was brauche ich für den Zusammenbau des Cubic Max oder des Cubics? Tatsächlich gar nichts. Das Einzige, was ich machen muss, ist, ich muss die Rollen dran stecken, weil der Cubic kommt komplett zusammengebaut. Ob groß oder klein, welcher Zauberwürfel wird nun deiner sein?